Leute, was geht ab? Haben wir wieder am Start und herzlich willkommen zu einem neuen GTA 5 Happy Video. Leute, heute haben wir einiges zu tun. Wir müssen auch direkt zur Arbeit. Deswegen will ich gar nicht so lange schnacken, sondern. Heute hole ich mal nicht den Jago mit. Leute, heute hole ich den Taycan mit. So, der steht natürlich hier draußen. Boah, ist ja richtig am Scheinen hier. So, Leute, wir steigen ein ins Elektroauto. Leute, wir wollen ein bisschen was Gutes für die Umwelt tun. Wir werden auf jeden Fall heute in die Werkstatt gehen, ein bisschen arbeiten. Ich bin mal gespannt, was heute so ansteht. Wenn ihr Bock habt auf noch mehr GTA 5 Happy, dann lasst gerne ein Like da, abonniert den Channel, Glocke aktivieren. Und ich würde sagen, wir geben hier leise Kickdown, Leute. Ihr müsst zuhören. Psst. Aber irgendwie ist das beruhigend, der Sound, oder? Vom Taycan, Leute, auf jeden Fall. Kickdown, der ist super schnell! So, Leute, wir sind hier angekommen an meiner Werkstatt. Wir werden erst natürlich erstmal hier reinfahren. Ich werde das Auto natürlich nicht hier drin parken, sondern hier draußen, Leute. Oh, das sieht doch so schön aus. Dann frage ich, Leute, was macht so ein schönes Auto hier, Leute? So, wir gehen rein auf die Werkstatt. Sitzt, okay, Leute. Ne? Wir haben alles schon verkauft. Ich habe gut Plus gemacht, Geld. Aber, Leute, ihr wisst ja, ich bin immer hungrig. Ich will noch mehr tunen. Mal gucken. Oh, kommt schon einer. Da kommt einer. Der hat einfach davor geparkt. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Bin ich hier richtig? Ja, kommt rein. Man munkelt, hier ist die beste Werkstatt in Los Santos. Ja, dann sind Sie komplett richtig, der Herr. Genau in der richtigen Werkstatt sind Sie. Das hört sich doch schon mal gut an, aber ich sag Ihnen ehrlich, es hat einige Tage gedauert, bis ich hier wirklich gefunden habe, bis ich zurechtgekommen bin und hier die richtige Stelle gefunden habe. Ja, würde ich mal sagen. Warum ist das so abgelegen? Wenn man hier so eine Ruhe hat, hier passiert nicht viel, hier sind sie sicher, ihren Autos passiert nichts, so ein Ding ist das. Da habe ich mich auch verfahren, wissen Sie? Ja, ist ja kein Problem. Aber ist ja auch egal. Kommen Sie erst mit dem Auto reingefahren, kommen Sie reingefahren, ja? Aber selbstverständlich. Oh, Leute, neuer Kunde, Leute, neuer Kunde, das heißt, wieder schön Geld machen. Oh, der hat einen schönen... Schön Mercedes, Leute. Oh, Leute, schön Cabrio. Da kann man bestimmt einiges draus machen. Da bin ich mal gespannt. Ja, ja, fahren Sie durch. Ja, super. Genau, so in parken. Ordnung, oder was? Ja, parken Sie einfach. Alles okay, alles okay. Alles in Ordnung, S63 AMG, super. So, Alter. Ja, genau, so. Wie kann ich Ihnen denn weiterhelfen? Was muss denn passieren? Genau, das ist ein S63 AMG, den ich gerade hier komplett auftunen möchte. Ja, ich möchte eine saftige Lackierung. Schön in Blutrot. Die Leute sollen denken, dass ich ein Vampir bin, wissen Sie? Dann will ich natürlich auch andere Felgen haben. Und ja, vielleicht noch eine Erweiterung, Spoiler. Und können Sie mal kurz zu mir kommen? Das dürfen Sie natürlich nicht verraten. Ja. Ein bisschen Nitro wäre auch super, ja? Ja. Kriegen wir das hin? Kriegen wir. Ja, ne, ja, mal gucken. Ja, kriegen wir hin. Ja, super. Das wollte ich. Ja, können wir machen. Wie lange braucht das alles? Geben Sie mir 1,5 Stunden, ja? 1,5 Stunden? Ja, sag mal, sind Sie Superman oder warum dauert das nur so wenig, so kurz? Schauen Sie mal, ich hab eine automatisierte Lackierungswerkstatt. Ja, ich werde Ihnen schnell die neuen Teile ranhauen. Alles auf Vorrat, ich habe alles auf Vorrat. Für jeden AMG, für jeden BMW, für jeden Audi, für jeden Porsche, Lamborghini, Bentley, alles. Habe ich alles auf Vorrat. Das hört sich doch wunderbar an. Ja, gut. Dann würde ich sagen. Ja, ich vertraue Ihnen komplett. Ja, machen Sie das. Machen Sie keine Kratzer an mein Auto und bis später. Sowieso nicht. Machen Sie es gut. Tschüss. Okay, Leute. Wiedersehen. Ciao, ciao. Okay, Leute, der will einiges haben. Ich werde mich mal ransetzen und gucken, wie viel ich von ihm verwirklichen kann, dass er auch wirklich happy ist, Leute. Ihr wisst doch, ich krieg das schon hin, Leute. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das hier fertig getunt habe. Und danach geht's ab zum Lackieren. Okay, Leute, ich habe hier einiges rangetunt, Leute. Ja, das ist auf jeden Fall, ihr denkt wahrscheinlich, hat sich viel geändert, aber die Leistung wird so krass sein davon. Spoiler, haben der AMG, da kann man keinen dran machen, Leute. Der hat dafür einfach keine Halterung, wurde dafür auch nicht gemacht. Oh, hört mal. Oh mein Gott, Alter, das ist wirklich krass. So, Leute, wir werden das Ding auch natürlich blutrot färben, wie der Herr das haben wollte. Gar kein Problem. Oh, dann müssen wir ein bisschen weiter zurückfahren, Leute, damit das auch wirklich funktioniert. So, ein kleines Stück zurück. Bam, bam, bam. Okay. Blutrot will er haben. Ja gut, dann rot. Nochmal rot. Und nochmal rot. Okay, alle drei Fläschchen sind eingestellt. Leute, wir werden das Ganze jetzt hier schön färben lassen, Leute. Wir sehen uns gleich wieder, wenn es fertig ist. Okay, Leute, das Färben ist fertig, Leute. Ich bin echt gespannt, wie es aussieht. Oh mein Gott, Leute. Guck mal, wie krass. Okay, fahr den mal ganz kurz raus, damit ihr das mal richtig seht. Boah, Leute, guck mal, von innen auch alles geil rot, die Innenausstattung. Boah. Ist da gerade ein Polizeiauto an meiner Garage vorbeigefahren? Was wollen die denn hier? Leute, ich guck mal ganz kurz, Leute, weil bei Polizisten, da krieg ich schon mal ein bisschen... Da tun mir die Zähne weh, Leute. Hä? Okay, hier fahren... Okay, vielleicht sind die einfach nur vorbeigefahren. Aber guck dich mal diesen roten... Ey, Leute, der sieht so krass aus. Guck mal, die Farbe, Leute. Einfach in der Sonne, mit dem Licht hier. Guck mal, weil oben habe ich da so die Sonne reingeknallt. Leute, ich glaube, dem Kunden wird das gefallen. Dass er andere Reifen haben wollte, habe ich nicht verstanden. Ich glaube, da muss ich überreden, dass er nochmal die normalen haben will. Ja, aber mal schauen. Russik? Oh, Leute, Russik und... Hab ich's mir doch gedacht beim Vorbeifahren. Nein, Alter, was? Ein neues Alter. Auto wird getuned. Ey, was wollt ihr hier? Ey, Russik, siehst du das? Das sind Tiefbettfelgen, Digga. Oh mein Gott. Ja. Hallo! Raus aus meiner Werkstatt! So, was wollt ihr zwei hier? Was für raus aus deiner Werkstatt? Wir haben einen Durchsuchungs... Wo? Wofür? Hä? Guck, hier. Ja, gib mal her. Durchsuchungsobjekt, Amias Werkstatt, alle Sachen drin, alle Autos. Hä? Hä?
Ey, Leute, lasst mich in Ruhe arbeiten. Verzieht euch einfach. Lass mal hier das Auto abchecken. Setz dich mal rein. Das kann doch nicht sein, hier wieder fuscht. So, hey, Digga, Rostek, hast du vergessen, wer deine Freunde sind? Alles gut, ich muss hier nur meine Arbeit machen. Drück aufs Gas, Max, jetzt! Ja. Ja, wow. Oh nein. Das höre ich doch jetzt schon wieder. Hoffentlich finde ich den Nitro-Knopf nicht. Mir zu viel auf jeden Fall. Ey, Jungs, lasst doch mal. Was wollt ihr von mir? Ich dachte, wir werden Freunde. Ich habe euch eure Autos auch getuned. Mir, es liegen halt Beschwerden vor. Wir machen nur den Job. Ah, du machst nur den Job. Max, jetzt auch immer Polizist geworden. Bist jetzt einmal auch von den Krassen. Ja, ich sag's mal so. Gefällt mir als Polizist. Ja, vor ein paar Wochen noch rumgeheult, dass ich die Polizisten da abgezogen habe. Und jetzt bist selber einer von dem Problem. Alles klar. So, was wollt ihr noch? Hä? So, habt ihr das Auto gesehen? Auto ist alles okay. Nee. 2 Dezibel zu laut. Also, da musst du ein bisschen nochmal rangehen an den Sound, ne? Oh mein Gott, wirklich? Wegen 2 machst du jetzt so einen Terror? Ja, guck mal, ich mache ja keinen Terror. Du kannst ja ein bisschen reduzieren. Du bist ja hier in der Werkstatt. Ja, okay, reicht das? Könnt ihr schon verziehen? Ich will euch nicht mehr hier sehen. Will ich, dass du die einträgst? Und ja, ey, ich bin doch gerade jetzt angetunt. Wieso stellt euch hier denn eintragen? Ja, bevor du es machst, dann kannst du auch eintragen, ne? Nee, ich weiß nicht, ob mein Kunde die haben will. Ja, okay, aber siehst du, wir geben dir doch keine Strafe. Wir haben doch nur kurz kontrolliert und jetzt haben wir dich im Auge. Wenn das Auto halt so nicht verbessert wird, dann müssen wir es halt beschlagnahmen. Ey, weißt du, Rostek, weißt du was? Ja, bitte. Du bist eine Schmalschuh-Polizist, verpiss dich. Ja, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. So. Alles klar. Beleidigung. Einmal bitte einen Abschiebwagen zum Tuning-Werkstatt Bennys. Rustik, hast du das mitbekommen mit Beamtenbeleidigung? Schmalspur, genau, Max, weißt du was? Du bist auch eine Schmalspur, so. Gut, okay, perfekt. Jetzt haben wir dich erst recht auf dem Kippen. Ja, komm, mach doch, was ihr wollt. Gib mir doch einen Strafzettel, du Politesse. Oh, guck mal, da ist eine Scheibe kaputt. Bist du verrückt? Rustik, hast du das gesehen? Nee, Entschuldigung, ich habe nichts gesehen. Wo bleibt denn der Abschlepper? Das kann doch nicht sein. Der könnte doch auch mal jetzt kommen. Ey, wirklich, Leute, wisst ihr was? Was ich kann, das kann ich schon lange. So, wo ist hier mein Baseballschläger? Wo ist mein Baseballschläger? So, und hier. So, da ist ein Spiegel kaputt. Oha, oh. So. Also, ich will ja nichts sagen. Ah, jetzt hast du was gesehen, Rustik, oder wie? Was soll das? Also, es gibt jetzt 2 Optionen. Hör auf! Ich hab Fesseln! Max, übertreib jetzt nicht. Max, alles gut, drück dich. Leute, das gibt so Rache. So, siehst du, du kannst jetzt gerade nichts machen. Also. Ich glaube, da war wohl eine undichte Leitung an dem Auto. Nein. Ich brauche Feuerlöcher, Feuerlöcher! Lass mich in Ruhe! Ich mach das! Nein! Das Benzin! Nein! Das Auto brennt! Schnell, warte, verpiss dich! Ich hab Kameras hier! Verzieht euch! Nein, das bringt nichts! Hinten meine Werkstatt brennt auch! Komm schnell, Mann! Nein, Leute, was haben die gemacht? Nein, das löscht dich. Alles gut, Amir! Alles gut! Dein Auto muss nicht abgeschleppt werden! Nein, Leute! Nein, mein Auto brennt! Leute, ich muss das auch irgendwie löschen. Das geht doch so nicht. Leute, ich muss das löschen. Digga, das werden die mir so büßen. Nein, das geht nicht aus. Nein. Komm, aus. Ja, es geht aus. Wow. Nein, das Auto ist kaputt gegangen. Nein, mein Kunde wird... Okay, Leute, wisst ihr was? Nein, mir reicht's, die werde ich wieder verschnappen, Leute, das gibt jetzt eine dicke, fette Rache, mein Auto kommt von meinem Kunden, kein Problem, ey, Leute, als allererstes, werde ich mal gucken, was deren Polizeiauto so aussieht, Leute, ja, jetzt bin ich bereit, jetzt gibt's Krieg hier, Leute, bleibt auf jeden Fall dran, wir gehen jetzt Kickdown, ab geht's. Okay, Leute, bevor ich komplette Rache mache, habe ich mir gedacht, ich gehe mal erstmal mit Stu besprechen, weil Stu ist der Liebste, Alter, und der kann, vielleicht holt er mich runter, kann mit den Jungs reden, weil das war echt zu viel. Oh, wartet mal, Moment, Leute, habt ihr das gesehen, wartet mal. Ich pack mal kurz meinen Porsche hier. Das ist doch der Lambo, mit dem Max und Rustik zu mir kam. Da hinten ist ein Polizist. So, SU, der Wagen wird jetzt stillgelegt. Mann, was macht ihr da? Was soll diese Scheiße? Oha, Hör doch auf! Ist ja voll am Durchdrehen. Hör doch mal auf, Max! Rustik, was machst du da? Alles gut. Ey! Die holen
einfach das Auto von mir. Alles gut. Was ist denn daran gut? Ihr macht mein Auto kaputt. Nee, wir kontrollieren es nur. Er wurde nur stillgelegt. Ey, ihr denkt jetzt auch, ihr seid Polizisten und die Krönung der Menschheit, oder was? Ich muss gleich hier verstecken. Nein, er hat zugeschlagen. Idiot. Er hat einfach zugeschlagen. Max, komm, es reicht, komm. Oh mein Gott, was ist denn los mit denen? Sind die am Durchdrehen? Wir sind Freunde. Warte, du hast schnell verstecken. Oh, was war das denn? Widersetzung der Staatsgewalt. Es gibt noch eine Anzeige obendrauf. Oh, Leute, die sind weg. Sio? Aufstehen, Sio, hallo, ich bin's. Lofty? Nein, Amir. Amir? Steh was auf. Was machst du denn hier? Digga. Ach, mein Kopf. Digga, kannst du dich noch an alles erinnern? Ich erinnere mich wieder an diese ganzen... Ey, Max und Rustik sind hier bei gerade dir auch? Anwesend gewesen. Und was ist mit dem Typen hier los? Was macht der? Hey, verzieh dich! Ey, Sue, bei mir genau das Gleiche. Ich bin in meiner Werkstatt gewesen, hab ein Auto von meinen Kunden getunt. Max, Rustik kommen, sagen zu laut und so, fangen an, mich da irgendwie zu kontrollieren, Werkstattdurchsuchung zu machen. Und dann haben die mein Auto in die Luft gejagt von meinem Kunden. Was? Die haben dir das auch angetan? Was ist los mit denen? Ehrenlose Freunde geworden. Ey, ich sag dir ehrlich, nur weil die eine Marke haben, denken die sind die Besten. Das dürfen wir nicht mehr weitergehen lassen. Wir müssen uns rächen. Wir lassen das nicht mehr mit uns machen. Was? Aber es muss doch einen Haken haben. Vielleicht werden die auch zu irgendwas gezwungen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass die sind am Durchdrehen, weil die so viel Macht haben als Polizisten. Vielleicht auch das. Das kann echt sein. Wir müssen hin. Die haben dein Auto. Wir müssen sie stoppen. Als allererstes, ich werde auf jeden Fall Max sein Auto hochjagen. Das auf jeden Fall, sein Lambo ist dran. Dann müssen wir Rustik irgendwie noch versuchen, uns zu rächen. Und wir müssen dein Golf noch zurückkriegen. Auf jeden Fall, die Schweine haben meinen Golf. Das lass ich nicht mit mir machen. Komm mit, Alter. Ich habe noch nie eingesehen, der deinen Golf geklaut hat. Komm mit, Sio. Let's go. Hey Leute, ich sag euch ehrlich, das geht so nicht. Nein. Wisst ihr was? Rache ist süß. Und deswegen fahren wir... Sio, wir fahren als erstes zu Max. Wir fahren zu Max nach Hause. Ich werde sein Auto zerkotzen. Ja, ist kein Problem. Gute Idee, Sio. Weißt du, was wir machen? Einer von uns wird ihn festhalten. Einer wird ihn festhalten mit der Knarre im Kopf und der andere wird schon auf sein Auto einschlagen. Und dann lassen wir uns am Ende. Ich halte ihn fest mit der Knarre und du machst es mit dem Auto. Und danach lassen wir das Auto hochgehen. Ist mir egal. Okay, mein Auto hochgehen. Okay, perfekt, Leute. Wir haben den perfekten Plan, Leute. Ab zu Max! Let's go! Okay, Leute, wir sind jetzt angekommen. Wir sind so gut wie angekommen. Sio, bist du bereit? Ja, Mann! Digga, der wird das so bereuen. Ey, ich glaube, hoffentlich ist der schon zu Hause oder so. Okay, aber wir müssen das Auto erstmal hier parken. Niemand klaut mein Golf! So, aber ich weiß nicht, ob dein Golf da ist. Aber auf jeden Fall werden wir uns erstmal am Max rächen. Okay, wir langsam, Sio. Sio! Bro, er soll wissen, dass wir da sind. Ich schreie hier gleich rum. Er soll doch wissen, dass wir kommen. Okay, weil... Denkst du, ich habe Angst jetzt vor Max, oder was? Weißt du was? Du hast recht. Wir holen uns jetzt raus. Max, komm raus! Oh, da ist er. Hol deine Knarre raus. Ja, ich habe meine Knarre. Meine Pistole ist immer bei mir. So, dann holen sie jetzt hier. So! Hände hoch, Max! Oha! Ey, Jungs, was soll das? So, Max, nahe, Officer! Jungs, was soll die Scheiße? Was soll die Scheiße? Gute Frage. So. Max, na? Ey, Jungs, ihr versteht das nicht. Das ist doch mein Job. Das hat doch nichts mit mir privat zu tun. Das ist mein Beruf. Armin, darf ich ihm eine Frage stellen? Ja, gerne, Sue, gerne. Also, lieber iCryMax, wie viele Kratzer und Beulen hast du in meinen Golf reingeschlagen? Eine. Oh. Armin? Eine? Du weißt, was zu tun ist. Ach so, ja, gut. Dann hier auch eine! Max, was war eigentlich? Warum musste das Auto brennen von mir, von meinem Kunden? Weiß ich nicht, Mann. Ach, weißt du nicht? Weißt du was? Vielleicht das auf die Sprünge her! Hey, Sue, warte, ich hab noch was Lustiges. Guck mal hier, Max. Nein. Weißt du, die Sonne macht das Auto so heiß. Die Sonne macht das Auto so heiß. Hier aufpassen. Guck, hier, die linke Garage ist hier. Gib's ihm! Let's go! Hier, ich lass dich los, kannst dein Auto umgehen. Und ups! Mein Lambo. So, Max. Max, nicht weinen. Max, guck mal, was ich aus meiner Garage mitgebracht habe. Hier! Nein! Ah! Oh, so! Hier. Jetzt bin ich dran! Auch noch ein Beinverschlinger Hey, was tut? Hilf mir! Jetzt weiß ich, warum er das gemacht hat. Das macht ja auch nochmal Spaß. So, dein Auto wird zerstört jetzt, Max. So wie das von meinem Kunden. So. So.
So, wisst ihr was? Das reicht mir noch nicht. Das reicht mir noch nicht, Leute. Ich bin sauer! Hier! Ich bin auch sauer! Bam! So. Hallo, Polizei, bitte helfen Sie mir. Wir müssen weg. Bitte helfen. Ami und SU machen hier alles kaputt. Die randalieren. Stopp die. Ey, das hat so viel Spaß gemacht. Max, viel Spaß mit deinem Lambo! So, Leute. Ami, ich glaube, wir sollten uns auch bei der Polizei bewerben. Wir wären gute Polizisten, oder? Wow. Wir wären gute Polizisten, oder, Sue? Ich glaube, wir wären richtig gute. So. Aber weißt du was, Sio? Das reicht mir noch nicht. Wo ist der letzte 31er? Wo ist der andere 31er? Und danach, wenn wir den ausgeschaltet haben, kümmern wir uns in einem Golf, okay? Aber sowas von. Okay, dann würde ich mal sagen, Leute, ab zu Russek. Der wird genauso die Rache spüren wie Max. Ich kenne ja jetzt gar nichts mehr. Let's go! So, ab zum zweiten Zuhause von Russek hier. Ist doch immer hier am Rumchillen. Meinst du sicher, dass er beim PD ist? Guck mal rechts. Was? Da ist mein Golf? Beruhig dich. Wir sind ja am PD. Hier können wir nicht so ausrasten wie eben. Wir müssen uns irgendwie schnappen. Komm mit. Vertrau mir. Ich komm. So. Und top. Okay. Aber der kommt hier hoch. Wenn ihr hochkommt, schau ihm sofort einen Baseballschläger ein, ja? Ja, hau ihn so richtig doll auf die Rübe. Oh. So richtig doll. Ja, ich glaube, ich würde ihn aus. Er kommt. Jetzt. Komm. So. Hey, mach die Waffe weg, ey. Wir müssen hier weg. Was ist mit dem Golf von Sio? Was hast du damit gemacht? Was hast du mit meinem Golf gemacht, Jose? Das war ich nicht. Das war schon so. Ach so, das war schon so. Das war ich nicht. Weißt du, ich müsste eigentlich jetzt in einen Fuß reinschießen. Ich hab eine Idee. Komm mit. Hört mal auf zu schießen, Leute. Sei jetzt ruhig, Rossig. Ich zeig dir jetzt eine Überraschung. Ich habe eine Überraschung für dich, mein Freund. Hey, lass mich in Ruhe. Bitte. Pack Überraschungen. Sio, hast du noch ein paar Bomben? Ja, habe ich. Perfekt. Dann schnell mal ein paar Bomben. Ah, ich weiß nicht. Ah, hast du ein schönes PD-Auto oder nicht? Ey, das dürft ihr nicht machen. Dann würde ich den Knast kommen. Noch einer? Was hast du gerade gesagt? Ey, ihr kommt den Knast. Hast du uns gedroht? Ami, soll ich zünden? Bist du bereit? Ich würde mal sagen. Feuerwerk! Hey, nein! Alter, seid ihr weg! Wir müssen weg! Oh, warte! Und. Bam! Und noch einmal von mir. Bam! Okay. Oh, nein, komm, deine Kollegen haben's gehört! Freunde, Bro. Wir müssen weg! Nein! Weg! Oh, wir müssen weg! Weißt du was? Noch nicht weg hier. Was? Ich sag dir ehrlich, die Bullen werden jetzt kommen, aber ich sag dir, du bist doch Rennfahrer gewesen. Du kommst doch easy weg. Ich halt Bullen. So, Rache ist süß. Rache ist sowas von süß. Okay, Sio, ich glaube, wir müssen jetzt vielleicht... Aua, nein. Fahr vernünftig. Okay. Keine Sorge, beim Taycan habe ich noch ein bisschen Power versteckt. Let's go. Wow. Okay. Ich glaube, die kommen nicht hinterher. Ich glaube, wir haben die Fahrzeuge noch kaputt gemacht. Oh nein, hier ist einer. Warte, den Gedanke ist noch schnell weg, Sio. So, weg. Bam, ist der. Okay, Leute, wir müssen abbauen. Sio, wir kommen easy weg. Hier. Let's go. Ich hab. Okay, ich glaub, Sio, wir sind weggekommen. Es ist keine Bounce. Die Sterne sind am Blinken, Wow. Oh, okay. So, warte. Okay. Ich glaube, yeah. Wir haben keine Sterne mehr, Sio! Yeah, oh, let's go. Ja. Ey, Sio, ich lass dich hier an dem Auto raus. Steig hier aus, Bro. Alles klar. Okay. Ja. Danke dir. Ja, mach's gut. Tschüss. Bis später. Ciao. Okay, Leute, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben uns an Russik oder ein Crimex gerecht. Die sind voll übertrieben gewesen in ihrer Polizeirolle. Ich hoffe, die haben draus gelernt und ich hoffe mal, dass jetzt wieder alle bei Null sind und dass jetzt noch mehr Rache kommt, weil dann ist es ein Teufelskreis heute. Aber wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Abo die Glocke aktiviert. Checkt die Jungs in der Videobeschreibung ab. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Geht der Wimper B, euer Amir. Ciao.